sind jetzt in Taipei. Im selben Hotel, wo wir letztes Jahr waren. Und ja, ist eigentlich echt cool hier. So also schön in der Stadt drin. Vielleicht, wenn wir es packen, gehen wir auch nochmal in der Stadt ein bisschen auf Tour. Mal schauen. Und ja, wir haben jetzt eingecheckt. Ins Hotelzimmer können wir leider noch nicht, weil es noch nicht betriebsfertig ist. Wir sind zu früh. Also wir essen jetzt erstmal was und danach gehen wir zu einem Guppi-Züchter. Danach habe ich noch zwei weitere Interviews in einem Konferenzraum. Also wird auf jeden Fall wieder ein anstrengender Tag heute. Wir haben jetzt 12 Uhr mittags und ja, wird wahrscheinlich bis heute Abend irgendwann gehen. Aber gut, ich habe es mir so ausgesucht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir essen jetzt erstmal aus und dann geht's los. Okay, was gibt's denn hier? Was nehmen wir denn da? Ich glaube... Ich glaube, den habe ich letztes Jahr immer gegessen. Double Pork, Egg and Cheese, ja. Ja. Dann nehmen wir auch den wieder. Das ist eigentlich so ähnlich wie bei McDonald's. Gesagt haben, es war die ganze Zeit nur mehr nur Sonnenschein. Jetzt regnet es mal. Ja. Also schlecht jetzt, weil es regnet, aber das sind alles hier Wohnhäuser. Oh nein, so. Das ist jetzt nicht, das ist Büro, aber dahinter. Genau. Weiß ich, ob man das jetzt sieht. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil die Scheibe nass ist. Das sind Wohnhäuser, gell? Ja, das. Aber so, es gibt auch so ein paar Laden. Da unten die hier. Ja, da sieht man diese. Also unten sind Läden und hier alles Hochhäuser. Die Wohnungen billiger? In so Elternhäusern oder im Hochhaus? Von der Miete? Von der Miete natürlich so. Das ist natürlich preisgünstiger so in alte Häuser. In alte Häuser ist echt? Preisgünstiger, natürlich. Ich hätte jetzt gedacht, in den Hochhäusern wäre es günstiger, weil da so viele sind. In Deutschland ist es eigentlich so, dass die Hochhäuser immer günstiger sind als die normalen Häuser. Nein, bei uns umgekehrt. Okay. Okay, die sehen auch schon ein bisschen sehr älter aus, teilweise. Das sind auch Wohnhäuser hier, ne? Ja. Schon krass, wie viele Hochhäuser hier sind. In Frankfurt sind wir stolz auf unsere Skyline mit 10 Hochhäusern und hier ist Frankfurt ein Wohnhauskomplex. Die Frankfurter Skyline. Das ist schon älter jetzt. Ja. Ja. Und warum haben die mehr Gitter vor den Fenstern? Und vom Balkon? Die Gitter? Jetzt sag nicht gegen Einbrecher, wer soll da hochklettern? Genau. Was? Wer soll denn da hochklettern? Ja, doch. Was, die klettern da hoch? Keine Ahnung, aber so, da kann man zum Beispiel von vierter Etage und dann. Okay. Nach 5. Vielleicht. Das habe ich noch nie gemacht, aber das ist doch. Du bist immer nur woanders eingebrochen, oder was? Das habe ich noch nie gemacht. Das ist ein Einzelfeld. Ja, aber krass. Das ist fast überall. Genau. Aber den neuen nicht mehr. Ja. Wie gesagt, es sieht nicht so schön aus. Das ist praktisch, aber ja. Soll ich dazu sagen? James hat vorhin schon gesagt, jetzt fängt die Regenzeit an. Die hätte auch noch mal 3 Tage warten können, bis ich wieder weg bin. Aber wenn es hier regnet, regnet es richtig, ja? Ja, die kriegen jetzt freie Dusche. Alter, ist das jetzt früh. Luftfeuchtigkeit 350% oder so. Toyota. Unbezahlte Werbung.
Also Newt sagt gerade, es ist what, very cold. Ja, yeah, very cold. Na, du kommst nach Deutschland, dann warte mal ab. An alle, die den Vlog sehen, wenn ihr Winterjacken oder Winterklamotten übrig habt, bevor ihr die einlagert, ja, schickt sie mir bitte für Newt, wenn er nächste, die nächsten Wochen dann kommt, ja, damit der arme Junge nicht friert. Ey, ihr müsst ja auch wissen, Newt ist eigentlich wasserscheu, der mag kein Wasser. So, jetzt sind wir da. Sieht nach Guppi aus. Guppi Master. Okay, dann gehen wir mal rein. Hallo. Gary. Sascha. Hi. Hallo. Hallo. Sascha. Einmal Schuhe aus. Hallo. Ja. Also, wir sind gerade bei der Guppi-Zucht. Sieht auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus. Ich würde sagen, ich könnte mich dann machen und wieder. Bye. Bye. So, wir waren jetzt gerade bei Gary von Guppi Master Project und ja, der eine oder andere kennt ihn bestimmt, der eine oder andere Guppi-Fan. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch ein Video freuen. Was ist hier jetzt los? Was passiert? Er hat also Regen schon vergessen. Ah, Regenschirm. Ja, aber ihr wisst ja, Newt ist ja wasserscheu. Ich habe mir gerade die Kommentare von euch durchgelesen und Newt macht das auch. Der Newt ist ganz traurig. Ihr müsst jetzt alle Danke Newt schreiben. Schreibt alle Danke Newt. Newt? Hey, hallo. Okay, nochmal eine kleine Ergänzung dazu. Schreibt Danke Newt für deinen Hotspot, weil ohne Newt hätte ich hier kein Internet und könnte kein Kommentar von euch lesen. See, ja, always an A-Person. Okay, und jetzt sind wir schon wieder in der Tiefgarage. Mal wieder in einer Tiefgarage. Nee, ihr wart noch gar nicht in der Tiefgarage, stell ich gerade fest. Ich hatte da noch gar nicht gefilmt, oder doch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe schon wirklich gefilmt, keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir einen Meetingraum gemietet und haben noch zwei Interviews. Boah, schneller. Das ist gar kein Aufzug. Okay. Lach mich nicht immer aus. Okay. Es ist das Brandenburger Tor, nur in Taiwanesisch. Ist das jetzt eigentlich New Taipei oder ist das altes Taipei? Altes Taipei. Das alte Taipei, okay. Die Hauptstadt. Ich komme da immer durcheinander mit New Taipei.
steht hier. Dann jetzt im Chor. Eins, zwei. Es geht also um Mülltrennung. Ja? Ach so, im Aufzug. Ja, siehst du? Ah, ich denke, hier gibt es keine Mülleimer. Du hast mich angelogen. Du hast gesagt, hier gibt es keine Mülleimer. Recycling. Ach so, okay. Ja. Und, das ist was anderes. Hier ist also kein normaler Wohnhaus. Ah, okay. Das ist also hier ein Weg. Hast du ein Escape Room gemietet? Das ist im nächsten Tag. Escape Room? Ja. Okay, Escape Room. Ich habe gerade gefragt, wackelt es wieder? Und ich bin der Meinung, es wackelt hier wirklich. Und du sagst gerade, ich bin sehr empfindlich, aber ja. das sind die normalen Erdbeben hier. Also das normale, wie es manchmal wackelt. Also ich merke es ohne Witz, ich merke, dass es leicht wackelt. Okay. Aber das war letztes Jahr, wo ich hier auch war, da habe ich mich zum James gesagt, Erdbeben. Da hat er gemeint, nein, das ist normal. Okay, mal ehrlich, so, sag doch, was hast du genommen? Was hast du getrunken? Okay. Okay. Soll ich die Frage anders formulieren? Was habe ich? Hast du getrunken? Nicht genug. Also ich melde mich mal ganz kurz, wir haben jetzt hier einen Meetingraum und haben jetzt ein Gespräch mit dem Zielberater der Zierfischbranche. Der sitzt gerade schon da, zeige ich euch in den Hauptvideos natürlich. Und danach haben wir noch ein Interview mit einem sehr großen Online-Magazin hier. Ne? Genau, aber das geht natürlich auch dann in den Hauptvideos, wisst ihr ja. Ich kann euch natürlich jetzt nichts einblenden, aber auf jeden Fall, ich muss nochmal Werbung machen für Ringfoto Pokal. Vielen Dank für das Nennleid, weil das brauchen wir jetzt auch unbedingt für das Interview, damit wir besseres Licht haben. Deswegen schaut mal in die Videobeschreibung, da sind die ganzen Sachen verlinkt, unter anderem auch die ZVE1, mit der ich jetzt schon die ganze Zeit filme und ich bin so begeistert von der Kamera. Schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. 所以, so, Food Panda. Nein, ist nicht Food Panda. Nein, so. Okay. Nicht Food Panda, was anderes? Das ist eigentlich so von einem so sehr guten Restaurant von Shalambai, so Dumpling. Dumpling? Und, das ist sehr bekannt. Und die haben also einen Laden, also in Taipei 101. Ah, okay. Ja, aber wir sind einfach zu beschäftigt mit Interviews, deswegen haben wir das einfach so. Deswegen haben wir sie verlassen. Ja, und das ist okay. Shaolongbao. Auf Deutsch sagt man auch Shaolongbao. Habe ich noch nie gehört. Shaolongbao. Ja, genau. Ich lerne jetzt Chinesisch und Newt lernt Deutsch. Und das auch. Ich sag auf Deutsch, was heißt auf Deutsch? Shaolongbao. Ja, siehst du, kannst du schon perfekt. Und das ist also auch sehr gut. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, ja. Ja. Und das kannst du auch sehen. Das sind sowas wie, hier ist die Soße. Wie Maultaschen oder sowas. Das ist auch Dumpling. Okay. Na, dann probieren wir das doch mal, oder? Ich wollte das nur mal für die Nachwelt festhalten. Für was? Was zur Hölle? Hä? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So, wir haben jetzt Feierabend. Einmal Gummizüchter besucht, zwei Interviews gemacht und nach Taipei gefahren. Das reicht doch jetzt für heute. Wir haben jetzt, ich glaube, 8:30 oder sowas. Fahren ins Hotel und dann, ja, bis noch mal so zur Jugendtour. Das ist schon Feierabend für heute, weil ich bin echt K.O. heute. So, keine Ahnung. Ganz schön geschlaucht. Aber okay. Weiter geht's.
ich bin jetzt schon mal reingegangen. Ich kenne das Zimmer schon. Das war dasselbe, was wir letztes Jahr hatten hier im Hotel. Aber ich zeig's euch trotzdem mal für diejenigen, die neu im Kanal sind. Hier zwei Betten. Ich bin heute mit Newt hier. Nicht mit beiden. James fährt nach Hause. Dann haben wir hier die Raumschiff-Toilette. With this toilet you can fly to the moon and back and... Ja, also, ja. Newt, you know how to handle this? Don't kill yourself, please. Mm-hmm. Ja, we look later. Wir gucken uns das später nochmal genauer an. Also ich habe letztes Jahr auf jeden Fall damit das komplette Hotelzimmer geflutet. Dann haben wir hier eine Dusche. Spiegel. Moin. Und ja, das ist das Hotelzimmer. Das wird jetzt mein Arbeitsplatz erstmal zum Video schneiden. Ach so, genau. Ausblick aus dem Fenster, also natürlich noch gucken. Loop. Ah, so. Jetzt spiegelt auch nichts. Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Richtig mega. Gut. Und jetzt Video schneiden. Gute Nacht, bis morgen und ciao.